When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. So, Verena Reisinger möchte noch mein Lieblingskörperteil wissen, also weiß ich jetzt nicht wirklich, also ich würde sagen, meine Augen finde ich am schönsten. Ansonsten finde ich jetzt nicht wirklich was anderes schön an mir. Bin halt ein kurz geratener Mensch. Meine Eltern waren auch sehr klein. Ja, ich bin halt klein, mollig. Und ja, das Einzige, was mir vielleicht so am meisten an mir gefällt, sind meine Augen. So, dann gehen wir mal zu meiner Parfumsammlung. Die ist hier vorne. Ja, ich habe ja so einiges und mein Lieblingsparfum, da habe ich zwei. Also erstmal ein etwas, nee, drei habe ich. Ein etwas teureres, das ist von Rituals. Das hier, das riecht sehr gut und ist aber auch ein sehr starker Duft. Und dann habe ich hier das von Marc Jacobs. Das Décadence, das mag ich auch sehr gerne. Ist auch etwas stärker. Und ansonsten so, was ich gerne ja so für den Alltag benutze, ist so ein günstiges Parfum. Was kostet das? 6, 7 Euro von La Rive. Das In Flames. Das ist ja eine Nachmache von, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das mag ich sehr gerne. Und irgendwie nervt mich gerade mein Autofokus. So, genau. So, jetzt habe ich einen Kameramann gefunden. Ich glaube, das geht dann schneller und besser. Hier möchte meine Horrorecke gesehen werden. Und ja, also momentan habe ich so ein bisschen mein Problem mit dieser Ecke. Schaut euch das bitte mal an. Das sieht echt schlimm aus. Also hier habe ich ganz viele Sachen gestapelt, die ich an Deko einmal eingepackt habe, weil ich nicht weiß, wohin damit. Hier ist noch ein Karton mit Deko, den ich meiner Mama geben möchte für die neue Wohnung. Und das ist einfach so viel, was ich ausgemistet habe. Klamotten sind da auch noch von Alexandro, von mir. Und ja, das sieht dann halt so aus. Ne? Das ist so meine Horrorecke. SK Fatma fragt nach meinem glücklichsten Moment. Ja, war bis jetzt die Geburt von Alexandro, aber ich denke mir, was werden noch einige glückliche Momente in meinem Leben kommen mit Ermin. Mein erstes Auto, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich habe kein Foto da, aber mein erstes Auto war ein Mercedes, was hatte ich denn für einen? CLK Kompressor. CLK, irgendwas, Sportcoupé Kompressor, genau. Das hatte ich von meinem Papa bekommen zum 18. Geburtstag und das war mein erstes Auto. Alexandros teuerstes Spielzeug, da müssen wir einmal ins Kinderzimmer. Alexandros teuerstes Spielzeug, da muss ich einmal überlegen. Nicht wundern, die Bettwäsche ist auf dem Boden, weil ich die wechseln muss. Teuerstes Spielzeug, würde ich sagen, ist seine Switch, oder? Ja. Ja. Switch und Playsy. Switch, die ist jetzt gerade seine Switch ein bisschen dreckig, aber das ist sein teuerstes Spielzeug. Conny 68 fragt nach meinem Lieblingsort in meiner Wohnung. Eindeutig mein Bett. Lieblingstochter 1 möchte mein liebstes Erinnerungsstück sehen. Also ich habe hier so das für meinen Papa. Apropos, die Tür ist ein bisschen kaputt, kannst du dich drum kümmern? Das geht hier immer ab. Und hier habe ich ein paar Erinnerungssachen von meinem Vater. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe hier zum Beispiel sein Portemonnaie. Das hatte er bei sich, als er gestorben ist. Und da sind auch seine ganzen Sachen noch drin, Krankenkassenkarte und sein alter Führerschein, sein neuer Führerschein, seine Sparkassenkarte, sogar noch ein Kontoauszug. Und ja, das ist so, das habe ich euch ja vorhin schon gesagt, so emotionale Sachen. Das zum Beispiel und
Ich finde es jetzt gerade hier nicht. Ich hatte noch seinen Kamm und seinen Hut. Also mein Papa hat immer so einen Cowboy-Hut getragen. Und das war so sein Markenzeichen. Und das sind so meine allerliebsten Erinnerungsstücke. Nur die habe ich jetzt gerade nicht hier. Also genau, den Hut. Und er hatte immer noch so einen Kamm in seiner Hosentasche. Und den habe ich auch behalten. Und manchmal rieche ich sogar dran. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Aber manchmal nehme ich das so in die Hand und rieche dran. So an dem Hut oder an den Kamm oder an seinem Portemonnaie. Mhm. Anni Maybach möchte mein Lieblingsmöbelstück in der Wohnung sehen. Also das ist einmal hier mein schöner Fake-Kamin. Den habe ich gerne. Aber vielleicht, wenn ich mit Ermin zusammenziehe, würde ich den verkaufen, dass wir vielleicht einen cooleren holen oder vielleicht einen echten Kamin in der Wohnung haben, weiß man ja nicht. Ne? Das wäre natürlich cooler. Ja. Ja. Beautiful. Mhm. Macht er am Luft sogar. Ja, kommt also heiße oder kalte Luft raus, kann man einstellen. Also Fake-Kamin mit Heizung. Genau. Ist doch cool. Mhm. Wusste ich gar nicht. Und verbraucht viel Strom, also sollte man den ausmachen. Also wenn man die Lüftung anhat, ne? Ansonsten ja nicht nur dieses Dekofeuer. Und ja, mein nächstes Lieblingsmöbelstück ist mein Bett, was ich alleine aufgebaut habe. Ich habe es selbst aufgebaut, genau. Ich habe noch so LED-Lampen oder wie sich das nennt. Leuchten da dran. Und ja, ich mag mein Bett total gerne. Hier bin ich sehr oft. Chill hier. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Das war so ein Lieblingsteil in meiner Wohnung. Dann fragt Anni Maybach noch nach meinem Fehlkauf. Da muss ich kurz überlegen. Ja, da gibt's einige. Gar nicht. Fehlkauf? Ja. Bitteschön. Alles, was hier gebunkert ist. Ja, das sind halt Sachen, da lässt man sich anfixen und dann kauft man das, ne? Hier zum Beispiel Bananapowder. Einmal benutzt. Oder so Make-up. Keine Ahnung. Make-up, was ich halt nie benutze. Oder hier 10.000 Eyeshadow-Paletten. Oder hier 10.000 Eyeliner. Die kauft man sich dann und man benutzt eh nur ein, zwei Stück davon. Genauso wie Lippenstifte oder Puder. Ja, das sind so halt meine Fehlkäufe. Ihr wolltet noch meinen Kühlschrank sehen. Also total viele wollten meinen Kühlschrank sehen. Ist aber gerade ziemlich leer, das Ding. Der ist gerade wirklich leer, das stimmt. Also wir müssten mal wieder einkaufen gehen, aber wir sind ja auch so ein bisschen am Low Carb machen, ein bisschen abzunehmen. Deswegen ist das so ein bisschen übersichtlicher hier. Da oben haben wir noch einen Auflauf von gestern. Ah ja, unsere Mochis, die super lecker sind. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen, seht ihr ja, was es ist, Joghurt und Antipasti und so. Hier ist unsere Frühstücksecke, alles schön low carb, also das meiste. Hier ist Gemüse und Früchte. Hier unten auch noch so Gemüse, Früchte, eingelegte Sachen. Und unten die ungesunden Sachen, Alkohol, Red Bull. Hier haben wir Getränke. Also hauptsächlich trinken wir ja Wasser und Säfte. Dann haben wir hier die ganzen Soßen und hier noch so Marmelade und so weiter. Und hier oben ein bisschen Schoki. Was ist das Grüne da? Das Grüne, das ist so ein Jade-Runner oder wie heißt das? Quarz. Ja, von Moshi Moshi Mind. Das haben wir uns in den Kühlschrank getan und dann kann man hier so das Gesicht damit abrollen und es tut voll gut und es soll die Haut durchbluten und gegen Falten sein. Was noch? Es tut auf jeden Fall voll gut. Das ist auch
wenn man es in den Kühlschrank tut, so richtig schön kalt. Ja, das geht dann immer hier oben. Leute, da hält sich gerade eine Fliege ganz, ganz fest und freut sich gerade, dass die hier so windsurfen kann an meinem Auto. Blinder Passagier an Bord. Guck mal. Ich weiß gar nicht, ob das fokussiert. Also ihr gefällt es auf jeden Fall. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Asiamarkt. Und Alexander möchte ein Bubble Tea. Na? Hast du dein Taschengeld mit? Nein. Hast du vergessen? Muss man mal zahlen, ne? Ja, genau. Wir holen uns dann Bubble Tea und dann wollten wir ein bisschen zum Kaisergarten ein bisschen spazieren gehen. So, da kommen die Bubble Tea Lieferanten. Da hat noch jemand Kuchen in der Hand. Da kommt die Mami. Jetzt haben wir den richtigen Bubble Tea. Die nennen das hier Milkshake. Das ist mit Blueberry für Alexandra und ich habe mit Mango. Und Alexandra hat sich noch ein Kuchenstück geholt. Mit so einer lila Füllung, wie so eine Rolle ist das. Zeig mal, Alexandro, deinen Kuchen in die Kamera. Oh, der sieht aber gut aus. Der sieht gut aus, ne? Mhm. Den müssen wir alle mal probieren. Das geht schnell, das Mann. Der schmeckt gut. Ich wollte mal probieren. Heute ist das. Mal sagen, probier. Ja, probieren muss man immer. Ich habe mit Mango. Ich hatte gerade so einen Honig. Wie heißt es nochmal? Voll lecker. Probier. So, wir sind jetzt am Kaisergarten. Es ist heute nicht so kalt, wir haben 7 Grad. Und wir sind hier, wo alles begann. Haben wir gerade schon gesagt. Und jetzt spazieren wir hier so Arm in Arm. Aber wir waren seitdem auch nicht mehr hier. Nee. Seit unserem Shooting waren wir nicht mehr im Kaisergarten. Also ich alleine auch nicht und Ermin auch nicht und wir zusammen auch nicht. Ja, und da hinten ist der Steg, wo wir Fotos gemacht haben. Ja, so schaut's aus. Ja. Macht. Hier so. Hier stand die Kamera, hier haben wir Fotos gemacht. Und da unten. Und da am Steg, genau. Was war denn das eigentlich? Wolltest du mich pranken oder was? Manchmal muss man der Freundin auf den Arsch klatschen. Ja, hast du aber dann zurückbekommen, ne? Mhm. Bist gegen den Schrank gelaufen. Exakt. Ist das noch rot? Das war ja ganz rot. Ja, es tat auch echt weh. Zeig mal. Nein. Willst du nicht deinen Rücken zeigen? Jetzt gerade nicht. Zeig doch mal, ich will nur gucken, ob da ein Fleck ist. Ist gar nicht mehr. Oder? Ich glaube, das war hier so. Nee, ist nichts. Tja, hast du zurückbekommen, ne? Mhm.
Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Donnerstag. Ermin macht gerade Saft. Ich lade hier gerade das Hoverboard vom Alexandro, weil heute wollen wir noch mal spazieren gehen und heute möchte er mit dem Hoverboard fahren. Wäsche habe ich gewaschen, jetzt gerade eine zweite Maschine drin. Ermin macht hier Saft. Was gibt's heute Leckeres, Schatz? Meinst du jetzt hier? Ja, was du da alles reinpackst? Eine Mango, 5 Nektarinen, 2 Bananen, eine halbe Pomelo, ein Apfel und das war's. Und wir haben hier so abgelaufene Sachen, die der Ermin von zu Hause mitgebracht hat. Und die wollen wir mal probieren, ob man die noch essen kann. Das machen wir heute mal, ne? Ja. Also die Chips waren aber nicht von mir. Doch, die waren von dir. Ja, stimmt, aber die habe ich nicht von zu Hause mitgebracht. Die habe ich gekauft und die sind hier abgelaufen. Krass, dann waren die aber nur kurz haltbar, ne? Ja, die waren auch lecker. Und die, ja, die habe ich gekauft, das stimmt. Und gleich gibt's was? Saft und ein Lachsbagel und ein bisschen Rührei. Yummy, yummy. Guckt mal bitte, was ich für ein gutes Frühstück bekommen habe. Sieht das nicht mal lecker aus? Das sieht echt gut aus. Und der Saft. Ich bin aber hier am Arbeiten. Deswegen wird hier am Schreibtisch gegessen. Ich bin jetzt gerade meine Vlogs hier am Bearbeiten. Frühstück war echt lecker. Und ich habe kalte Füße bekommen. Ich habe kalte Füße. Noch ja, die sind wirklich gut. Wir haben euch die ja letztens gezeigt im Vlog, ne? Diese Zehenwärmer. Und die halten wirklich total lange. Und als wir dann noch so mit denen gelaufen sind, dann wurden die auf einmal noch heißer und heißer. Ja. Die sind echt gut, auf jeden Fall. Ich verlinke sie euch gerne nochmal unten in die Infobox. Ich mache mir die jetzt unten dran. Aber nicht an die Haut machen, sonst brennt das richtig. Also man muss das an die Socken draufkleben. Meine Socken schmutzig? Das geht. Ist im Rahmen. Geht noch, ne? Mhm. Ja, dauert so circa 10 Minuten, bis die warm werden. Aber dann werden die richtig schön warm und irgendwann richtig heiß und es hält über Stunden. Wir hatten die letzten irgendwie 4-5 Stunden drauf. Ja, sind damit auch rausgegangen. Die waren noch total heiß, als wir die abgenommen haben. Dankeschön. 100% natürliche Hitze. Natürlich? Steht hier. Natural Heat. Was ist denn unnatürlich? Weiß ich nicht. Hier sind irgendwelche... Es wird schon warm. Steine oder so, die sich durch Reibung oder so erhitzen. Ich weiß nicht. Ja, ist, wenn man so Verspannungen hat, ne? Dann kann man die Dinger ja auch kaufen für den Nacken und so. Ist wahrscheinlich die gleiche Methode. Es ist Zeit. Zu schlafen? Oder zu? Für einen... Mochi. Ein am Tag darf man. Ja, wenn man heimlich. Oh, ich bin runter. Du hast ja schon gestern heimlich 2. Also hast du 3 Tage Mochi schon. Oh, es ist so schön sonnig draußen. Soll ich dir einen holen? Mhm. Isst du auch einen? Ja. Oh, die sind so lecker, die Teile, Leute. Die müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Nächstes Mal nehmen wir auch mal andere Sorten mit. Aber unpassend, wenn man auf Diät ist. Puh, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe mit der Diät. Also ich fühle mich jetzt nicht dick und fett, aber meine Problemzone ist halt der Bauch, ne? Da muss ich mal gucken, wie ich das wegkriege. Und Sport mache ich ja zurzeit auch nicht. Aber mit den Mochis kann man gut Kausport machen. Ich möchte den Erdnuss. Darf ich den haben, den letzten?
Ich hatte einen halben davon. Ja, dann nimm du den, dann nehme ich Sesam. Nein, nimm. Nein. Ich nehme den. Nein, nimm. Nimm. Nein, Baby. Oh, nimm. Nee. Du machst es jetzt nur, weil ich gesagt habe, ich will den haben. Nimm dir den doch. Nein, ich möchte, dass du den nimmst. Mm-mm. Gönn du ihn dir. Ich nehme den. Nein, ich nehme den. Ich will. Let the old be dead. Let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel